Radio SAW. Morgens beim Merkels. Garantiert politisch inkorrekt. Doch im Frühstück schaffe ich locker. Und jetzt, wo ich in Rente bin, kann ich mich auch herrlich auf Silvestern konzentrieren. Apropos, du, unsere grüne deutsche Außenministerin musste mit ihrem Regierungsflieger schon wieder notlanden. Was? Schon wieder? Oh, schon wieder. Der gleiche Fehler wie beim letzten Mal. Die Landeklappen ließen sie wieder nicht einfahren. Nicht dein Ernst? Doch. Und jetzt wird's langsam richtig peinlich. Annalena ist dann per Linienflug von Abu Dhabi nach Berlin zurückgejettet und fliegt wahrscheinlich von da mit einer Linienmaschine wieder zurück nach Australien. Das glaube ich nicht. Kann ich verstehen, Joachim. Ich muss schon sagen, die CO2-Bilanz der grünen Ministerin der letzten Wochen hat in etwa das Ausmaß aller chinesischen Kohlekraftwerke erreicht. Na gut, vielleicht ein bisschen übertrieben. Oh, ja, ich komm, ja. Du, ich muss jetzt aber los, Justian, ich meine Joachim. Und wenn Annalena anruft, dann sag ihr doch bitte, wo ein paar E-Roller-Stationen in der Nähe sind. Was? So weit ist Australien ja nun auch nicht. Und außerdem kann es in solchen Fällen nicht schaden, wenn man mal eine Weile von der Bildfläche verschwindet. Ciao. Ach, guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Frau Merkel. Du, sag mal, Robby, was ist eigentlich aus deinen Wärmepumpen geworden? Ich hab gehört, die Nachfrage ist erheblich eingebrochen. Frau Merkel, es läuft etwas schleppend, gebe ich zu. Aber ich bin immer noch ein großer Fan davon. Die Wärmepumpe hat leider nur einen entscheidenden Nachteil für die Menschen. Ach, und welchen? Man kann mit so einer Wärmepumpe einfach keine Serien streamen. Robert. Morgens bei Merkels. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.